Ja, ich freue mich heute auch, das Wort Gottes mit euch teilen zu dürfen. Und das Thema heute ist die Macht echter Nachfolge. Wir wollen uns dazu drei Punkte angucken. Erstens, wenn ihr mal weiter drückt, die Macht des Wortes Gottes. Zweitens, die Macht der Heiligkeit Gottes. Und drittens, die Macht des Gehorsams. Wir lesen zusammen aus Lukas 5, die Verse 1 bis 11, wer mitlesen möchte. Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand. Und er sah zwei Boote am See liegen, die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmengen vom Boot aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische, und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihren Gefährten in dem anderen Boot zu kommen und ihnen zu helfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Lasst uns ganz kurz beten. Lieber Vater, wir danken dir für dein gutes Wort und wir beten, dass du jetzt dadurch redest, Herr. Lege mir deine Worte in den Mund, öffne uns die Herzen, dass wir bereit sind, auf dein Wort zu hören. Und dich zu erkennen und uns ins Leben sprechen zu lassen. Amen. Der erste Punkt heißt also, die Macht des Wortes Gottes. Und dazu gucken wir uns nochmal die ersten drei Verse an. Ich lese sie nicht nochmal, weil sie gerade erst gelesen haben. Aber wir sehen sehr oft im Neuen Testament, dass die Menschen zu Jesus kommen, weil sie Wunder sehen wollen. Er heilt Menschen, er tut solch faszinierende Dinge und das zieht die Menschen an. Aber hier ist es anders. Hier kommen die Leute, weil sie Gottes Wort hören möchten. Weil Jesus predigt, bedrängen sie ihn so sehr, dass er ins Boot steigen muss, um von dort zu predigen. Was war denn jetzt so besonders an Jesu Lehre, dass es so die Leute angezogen hat? Wir sehen einen Hinweis dazu am Ende der Bergpredigt in Matthäus 7. Da lesen wir, und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hatte und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Und ein weiterer Vers, der uns etwas dazu sagt, ist Hebräer 4, Vers 12, da steht, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Stellt euch mal vor, ich würde hier mit so einem Schwert stehen, ich glaube, das würde auch eure Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Wo Gottes Wort gepredigt wird, zieht es Leute an. Es wird auch viel Widerstand bewirken, aber es zieht auch viele an. Was genau jetzt daran mächtig ist, werden wir gleich sehen, wenn wir uns angucken, welche Reaktion es bewirkt hat in Petrus' Leben. Das gucken wir uns dann nachher an. Aber jetzt möchte ich uns die Frage stellen, wie sehr verlangst du nach Gottes Wort? Petrus forderte uns in seinem ersten Brief dazu auf, und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Gott fordert uns hier auf, nach der gesunden Lehre seines Wortes uns danach auszustrecken, danach zu verlangen, wie so ein Baby, was gestillt werden will. Jeden Morgen die Losung zu lesen, reicht nicht, um in Christus zu bleiben. Genauso wenig ist das Wort Gottes wie so eine Tablette, die man morgens einschmeißt und dann reicht das für den Rest des Tages.
Musste Jesus wegen dir oder wegen mir schon mal ins Boot steigen, weil wir ihn so bedrängt haben, aus seinem Wort zu hören? Wo Gottes Wort auf offene Herzen trifft, da entfaltet es diese Macht, Leben zu verändern. Deshalb die Macht des Wortes Gottes. Der zweite Punkt, den wir uns anschauen wollen aus dem Text, ist die Macht der Heiligkeit Gottes. Heiligkeit kann verschiedene Aspekte beinhalten. Hier bezeichnen wir damit Gottes Perfektion und Sündlosigkeit. Petrus geht dann nochmal raus, fährt raus und fischt, weil Jesus es ihm gesagt hat. Und das schauen wir uns gleich an. Aber er fängt dann unglaublich viele Fische. Und jetzt wird das Wort Gottes, was er gehört hat, mit einer Demonstration der Macht Gottes verknüpft. Der Macht über die Natur. Und das offenbart Petrus die Größe und Heiligkeit Gottes. Und um das zu sehen, springen wir zu Vers 8. Da steht, als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Komisch, oder? Statt Danke zu sagen für den Fischfang, sagt Petrus, geh weg. Aber dieses Verhalten sehen wir so ständig in der Bibel. Wenn Gott Menschen begegnet, fallen sie auf ihr Angesicht und fürchten sich, weil sie seine Heiligkeit erkennen und ihre eigene Sündhaftigkeit. Ein Beispiel dazu steht in Jesaja 6. Da hat Jesaja Gott gesehen und schreibt dann, da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Das ist also die normale Reaktion eines Menschen auf die Begegnung mit Gott. Nicht die Liebe Gottes wird zuerst wahrgenommen, sondern die Heiligkeit Gottes und die im Kontrast dazustehende, im krassen Kontrast dazustehende Sündhaftigkeit in meinem eigenen Leben. Warum ist das so? Ein Beispiel, um das zu verdeutlichen. Stell dir vor, du gehst im Jogginganzug in die Stadt und gehst dann in ein Café. Kaum bist du drinnen, fällt dir auf, dass alle Männer im Smoking gekleidet sind und alle Frauen ein schickes, festliches Kleid anhaben. Diese Leute im Café mögen total nett sein, aber das wirst du gar nicht wahrnehmen, weil du dich zuallererst total inadäquat angezogen fühlst, underdressed auf Neudeutsch, und wahrscheinlich schleunigst dieses Café wieder verlassen wirst. Zuerst würdest du das wahrnehmen, dass du da nicht reinpasst, dass du schmutzig bist im Vergleich zu den anderen. Und genauso ist es mit Gott, wenn ein Sünder, der noch nicht mit ihm versöhnt ist, ihm begegnet. Wer Gott sieht, realisiert zuerst, wie unfassbar schmutzig er in der Gegenwart eines heiligen, gerechten Gottes ist. Aber diese Reihenfolge, vielleicht stößt sie manchem auf, aber die ist eigentlich wunderbar. Weil, guck mal, was Paulus schreibt in Römer 5, Vers 20. Das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunahm. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Schaut mal, die Liebe Gottes, sie ist immer gleich, aber sie erscheint uns doch so viel größer. Wir nehmen sie so viel größer wahr, wenn wir vorher begriffen haben, wie groß unsere Sündhaftigkeit und Rebellion ist. Und seine Gnade ist doch so viel süßer, wenn wir das vorher begriffen haben. Und das gilt ganz besonders für Nichtchristen. Die allermeisten Menschen in Deutschland würden von sich sagen, dass sie ein guter Mensch sind. Wie sollen sie denn das Ausmaß der Liebe Gottes verstehen, wenn sie vorher nicht das Ausmaß ihrer eigenen Sündhaftigkeit verstanden haben? Oder denkt auch an Jesus, wie er zu Simon, dem Pharisäer, sagt, als die Ehebrecherin ihm die Füße wäscht, was Jesus da sagt, dass der, dem viel vergeben wurde, auch viel liebt. Und hier ist, glaube ich, nicht die objektive Menge der Sünden gemeint, sondern es geht vielmehr darum, wie viel von meiner Sünde habe ich denn begriffen?
Habe ich in die Tiefen meines Egoismus, meines verdorbenen Herzens hineingeschaut? Dann habe ich wahrgenommen, wie viel mir vergeben ist. Und dann werde ich viel lieben. Da kann ich noch so fromm aufgewachsen sein. Aber wenn ich das erkannt habe, dann werde ich viel Liebe haben. Wir lesen weiter in den Versen 9 und 10. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst, Petrus, und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Wir sehen, dass nicht nur Petrus hier eine krasse Reaktion zeigt, sondern auch die anderen Fischer. Und dann schaut mal, was Jesus sagt zu Petrus: Fürchte dich nicht. Auch das ist die übliche Antwort Gottes, wenn er einem Menschen in der Bibel begegnet und dieser Mensch zitternd vor ihm niederfällt. Was sagt das aus? Jesus begegnet Petrus und Petrus erkennt zu Recht, dass er als sündiger Mensch vor Jesus nicht bestehen kann. Aber Jesus sagt ihm damit: Hey Petrus, ich bin nicht nur heilig, ich bin auch gnädig. Und deshalb musst du keine Angst haben. Ich finde das wunderbar. Jesus bestätigt, dass Petrus' demütige Reaktion vollkommen angemessen ist. Aber er zeigt Petrus auch, dass er keine Angst haben muss. Und statt wegzugehen, wie Petrus es ja gesagt hat, wird Petrus jetzt als Jünger für 3 Jahre ganz eng mit Jesus zusammen sein und sogar zu diesem engsten Kreis der Jünger gehören. Gottes mächtiges Wort führt also dazu, dass Menschen zur Erkenntnis von Gottes Heiligkeit kommen. Und das hat das Potenzial, Leben zu verändern. Der erste Punkt, die Macht des Wortes Gottes. Der zweite Punkt, die Macht der Heiligkeit Gottes. Und der dritte Punkt ist die Macht des Gehorsams. Wir gehen jetzt zurück im Text zu Vers 4 und da steht: Als er, Jesus, aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Simon war Fischer. Simon hat schon sein ganzes Leben gefischt und er wusste sehr gut, wie das ging. Er wusste genau, wo und wann man fischt. Was Jesus hier sagt, entschuldigt die Wortwahl, ist bescheuert. Korrigiert mich, falls hier jemand sich mit Fischerei auskennt, ich bin da kein Profi, aber ich weiß, dass man nachts fischt. Warum? Weil tagsüber die Fische am Grund sind und nachts kommen sie hoch. Außerdem fischt man nicht da, wo es tief ist, weil da kommt man nicht an den Grund mit den Netzen, sondern da, wo es flach ist. Jetzt ist das also völlig unsinnig eigentlich, was Jesus sagt. Stellt euch mal vor, ich würde einem Handwerker sagen: Jetzt bohr doch das Loch mal mit dem Schneebesen. Ich denke, einige von euch sind wahrscheinlich eher handwerklich begabt als fischerisch begabt. Insofern ist das vielleicht ein Bild, was euch mehr entspricht. Die Leute würden dich doch für verrückt halten, wenn du sowas sagst. Und das hätte Petrus auch mit Jesus machen können, aber er hatte vorher die Macht des Wortes Gottes erlebt. Er hatte Jesus predigen gehört. Und das hat in ihm ein solches Vertrauen geweckt, dass er wie folgt reagiert. Vers 5. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Petrus muss ziemlich müde gewesen sein. Die ganze Nacht gefischt, dann noch die Predigt von Jesus gehört und jetzt ist er trotzdem bereit, nochmal rauszufahren und einer menschlich gesehen völlig unsinnigen Anweisung zu gehorchen, um da wieder zu fischen, tagsüber in der Mitte. Was für ein Glaube! Und sein Glaube wird belohnt. Und zwar wie? Wir lesen in den Versen 6 und 7. Als sie dies aber getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihren Gefährten in dem anderen Boot, zu kommen und ihnen zu helfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Petrus hat in seinem Leben so einiges von Gottes Macht sehen dürfen und speziell, dass Gott Macht hat über die Natur. Er hat später mal erlebt, dass Jesus einen bestimmten Fisch mit einem Stück Geld im Körper an seine Angel gelenkt hat. Er hat erlebt, wie Jesus einen Sturm gestillt hat. Und er hat sogar erlebt, wie Jesus und sogar Petrus selber auf dem Wasser gelaufen sind. Was hebt jetzt diese Situation aus Lukas 5 hervor?
dass Petrus gehorsam war, als die Anweisung von Jesus komplett unsinnig erschien. Liebe Geschwister, ich habe das Gefühl, dass wir da zunehmend ein Problem haben in unseren Gemeinden. Ich nehme wahr, dass Gottes Wort mit seinen Anweisungen immer öfter hinterfragt wird. Petrus hat Gottes Kraft in dieser Situation erlebt, eben weil er gehorsam war. Er hat nicht überlegt, ob das sinnvoll ist. Er hat auch nicht überlegt, ob er sich bei seinen Fischerkollegen jetzt unbeliebt macht, weil die nochmal rausfahren müssen, nachdem sie schon die ganze Nacht gefischt haben. Er hat auch nicht überlegt, ob er sich bei den Leuten, die gerade die Predigt gehört haben, komplett lächerlich macht, weil er als Fischer tagsüber in der Mitte des Sees fischen geht. Auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Was für ein Vertrauensschritt. Aber diese Vertrauensschritte sind ganz normal in der Bibel. Da haben lauter Menschen Dinge tun müssen, die menschlich gesehen unsinnig erschienen. Noah hat ein Schiff in der Wüste gebaut. Abraham sollte seinen einzigen Sohn töten, indem ihm eine große Nachkommenschaft versprochen war. Er musste es dann nicht machen, ne? Aber ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich. Mose ging zurück nach Ägypten, wo ein König ihn umbringen wollte. Und danach führte er das Volk in eine Sackgasse in der Wüste. Josua und die Israeliten liefen einfach nur um Jericho herum, statt zu kämpfen. Ihr seht, das ist bei Gott überhaupt nicht ungewöhnlich, dass er Menschen zu etwas auffordert, was komplett unsinnig erscheint. Aber was heißt das jetzt für uns, die wir nicht Gottes Wort durch die Wüste führen und auch nicht der Fels sind, auf den Jesus seine Gemeinde bauen will? Ich glaube, das heißt heute für uns vor allem zwei Dinge. Keine vollständige, erschöpfende Liste. Aber erstens, wir sollten festhalten an Gottes Geboten, egal wie unbeliebt diese in unserer aktuellen Kultur sind. Ja, Mann und Frau sind unterschiedlich geschaffen und man kann das auch nicht ändern. Ja, Ehe ist zwischen einem Mann und einer Frau für ein ganzes Leben. Ja, ein ungeborenes Kind kann man nicht abtreiben, sondern nur töten. Wir denken vielleicht, dass wir mit diesen überholten Vorstellungen keine Fische mehr fangen können für das Reich Gottes. Aber unsere Pflicht ist es, Gottes Wort zu vertrauen, es zu leben und es zu predigen. Der Rest ist Gottes Sache. Und wenn wir uns möglicherweise damit unbeliebt machen und eventuell sogar in einigen Jahren für manche dieser Aussagen hier in Deutschland ins Gefängnis kommen könnten, daran müssen wir treu festhalten und sie in Liebe predigen. Zweitens, wir müssen festhalten an dem Evangelium, das uns im Neuen Testament vermittelt wird. Der Mensch ist in Sünde geboren und somit von Grund auf böse, nicht gut. Gut geschaffen, aber im Herzen nicht gut. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater als nur durch Jesus Christus. Wer das stellvertretende Opfer von Jesus ablehnt, der wird in die Hölle kommen und ewig von Gott getrennt sein. Das ist die Wahrheit und nicht meine Wahrheit. Das mag unbequem sein, aber das ist unsere Pflicht, daran treu festzuhalten. Und dieser Text endet mit Vers 11, dieser Abschnitt. Und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Sind wir bereit, alles zu verlassen, diesen konsequenten Schritt des Glaubens zu gehen? Vielleicht sogar wie die Jünger hier, unseren Lebensunterhalt zu verlassen, unsere Sicherheiten zu verlassen und diesem Jesus nachzufolgen? Aber wenn wir uns diese drei Punkte nochmal angucken, dann sehen wir, das lohnt sich, das ist das Beste, was wir tun können. Denn das Wort Gottes hat Macht. Und wenn wir aus diesem Wort Gottes heraus Gottes Heiligkeit erkennen, weil wir ihm in seinem Wort begegnen, dann sind wir aufgefordert, ihm zu gehorchen. Aber dieser Gehorsam, wie wir im Leben von Petrus und vielen anderen in der Bibel sehen, hat eine Macht, Leben zu verändern und Reich Gottes zu bauen. Auf eine Art, die uns vielleicht manchmal nicht menschlich gesehen logisch erscheint. Aber Gottes Logik ist manchmal höher als unsere Logik. Dieser Text ist echt herausfordernd, aber enthält ein so wunderbares Versprechen. Schaut mal, wer Petrus war. Menschlich gesehen wirklich kein Held. Er war ein einfacher Fischer, der wahrscheinlich meistens von der Hand in den Mund gelebt hat. Er war nicht reich, er war nicht sonderlich gebildet,
Er war vor Menschen überhaupt nicht wichtig. Er hat sich selbst ziemlich überschätzt und in dieser Selbstüberschätzung hat er sogar Jesus verleugnet. Aber Jesus hat ihn später benutzt, um Tausende von Menschen zu rufen, ihm Jesus nachzufolgen. Petrus hat die Fische nicht durch sein Wissen oder seine tollen Netze gefangen, sondern allein durch die Macht von Jesus. Und wenn wir Menschenfischer werden wollen wie Petrus, dann nicht mit Rockkonzerten im Gottesdienst, stylischen Predigern, Barista-Kaffee in der Cafeteria oder Predigten, die entweder intellektuell besonders genial sind oder aber sich dem Zeitgeist anbiedern. Das ist nicht alles falsch, aber das sind nur Methoden, die aber kein Herz verändern können. Wenn wir Menschen gewinnen wollen, dann nur durch ein festes Vertrauen auf Gottes Macht, die wirkt, wo sein Wort gepredigt wird. Es ist nicht eine wundervolle Zusage, dass es nicht auf unsere Kompetenzen ankommt, sondern auf unsere Bereitschaft zu vertrauen und zu gehorchen, weil das kann jeder von uns, egal was wir für Voraussetzungen mitbringen. Vielleicht ist auch jemand hier, der diese Entscheidung, Jesus nachzufolgen, noch nicht getroffen hat. Und ich möchte dir sagen, studier das Wort Gottes. Es ist mächtig, wenn du Fragen hast, ob dieser Jesus echt ist, dann studier das Wort Gottes. Und da wirst du dieser Heiligkeit Gottes begegnen. Du wirst diesen Gott erkennen und auch deine Sündhaftigkeit erkennen, was vielleicht sehr schwer wird, dir das einzugestehen. Aber wenn du das tust, wenn du bereit bist, dich zu demütigen vor diesem heiligen Gott, bereit bist zu gehorchen, Buße zu tun und ihm nachzufolgen, ihm zu vertrauen, dann kann er dein Leben komplett umkrempeln. Egal in was für einer Situation du bist, egal wie hoffnungslos du vielleicht bist, Gott hat diese Macht durch sein Wort, durch seine Heiligkeit und wenn du bereit bist zu gehorchen, dein Leben ganz neu zu machen. Lasst uns beten. Lieber Vater, wir preisen dich für dein gutes Wort und wir preisen dich, dass du jemand bist, der Menschenleben verändert. Du hast das Leben von Petrus komplett umgekrempelt. Und wir möchten das sehen, Herr, wie du wirkst und wie du Menschen zu dir ziehst und wie du auch uns, die wir schon im Glauben stehen, immer mehr veränderst und ein immer tieferes Vertrauen in dich schenkst, Herr. Dass wir bereit sind, solche Schritte zu gehen, die vielleicht Menschen um uns herum lächerlich oder dumm erscheinen, aber die letztlich das sind, was du willst, damit du verherrlicht wirst und uns gebrauchen kannst. Hilf uns dabei, Herr. Amen. Selbst wenn alles fällt,
Ja, wir stehen noch auf zum gemeinsamen Gebet. Ja, unser himmlischer Vater, ja, wir haben heute von der Macht deines Wortes gehört. Ja, Herr, du arbeitest durch dein Wort. Du arbeitest durch die Torheit der Predigt. So sprichst du heute den Menschen an. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du uns allen, Herr, hilfst, Herr, ein Leben zu führen, Herr, nach deinem Wort. Dass wir nicht müde und träge werden, dein Wort zu hören, oder auch nicht müde und träge werden, dein Wort zu lesen, Herr. Dass wir immer wieder unsere Herzen öffnen, Herr. Dass wir all das, wo wir Kompromisse gemacht haben, all das, was uns von deinem Wort trennt, von dir trennt, Herr. Dass wir dich dort unser Herz hineinlassen, dich wirken lassen, Herr. Dass du unsere Herzen reinigst durch dein heiliges Wort. Herr, dein Wort ist unsere Leuchte. Das führt uns, das leitet uns. Dein Wort ist uns unser Fundament, Herr. So möchten wir jetzt auch in diese Woche gehen, in diese Ferienzeit gehen. Und uns auch dort von deinem Wort leiten lassen, Herr. Danke für den heutigen Gottesdienst, danke für deinen Segen. Im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Ja, ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Denkt dran, nächsten Sonntag kein Gottesdienst, also in diesem Format hier. Wir dürfen natürlich immer Gott die Ehre geben und mit ihm gemeinsam unterwegs sein, mit seinem Wort, wie wir es heute auch gehört haben. Vielen Dank für euren Dienst auch, dass ihr hier da wart und euch weiterhin auch Gottes Segen, viel Kraft. Bleibt auch noch hier, also wir werden auch gleich Kaffee haben. Wer gerne noch ein Tässchen Kaffee trinken will, ihr seid herzlich eingeladen. Also, einen schönen Sonntag noch.